Friendos, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Mein Name ist Umlautmann, aber ohne Umlaut und willkommen zu einem neuen Part Mario Galaxy. Part Number 17, wo wir uns hier auf der Sternwarte von Rosalina befinden. 0 Sterne sind über. Prinzipiell könnten wir schon zu Bowser gehen, aber uns drängt ja keiner. Wir haben ja Zeit ohne Ende, nicht wahr? Capoeira Kappa. Nein, Spaß beiseite. Wir wollen natürlich noch die anderen Sterne mitnehmen, bevor wir zu Bowser sliden, aber so habe ich es ja irgendwie in jedem Game schon getan und von daher lassen wir uns Zeit. Also Peach kann auch ein paar Tage länger bei Bowser verbringen. Also ich glaube, so schlecht kann es Peach gar nicht gehen. Also wenn ich jetzt in Gefangenschaft irgendwo wäre, weiß ich jetzt nicht so, ob der Entführer mich einfach so Briefe lassen schreiben würde. Briefe schreiben lassen würde. Ja, die deutsche Sprache ist echt unglaublich. Haben wir den Maschinenraum schon ready? Ich glaube noch nicht, oder? Ich meine, wir sind im Maschinenraum stehen geblieben, oder? So, ja, tatsächlich sind wir hier stehen geblieben. Und zwar bei der Spielzeugschachtel Galaxy, wo wir jetzt gemeinsam wieder hinsliden. Ich komme frisch aus Rumänien, also mehr oder weniger frisch. Ich kam vor 24 Stunden wieder, also am Sonntag. Und ihr, Mario trifft Mario. Shit. Ihr seht den Part am Dienstag und heute kann ich mich schon mal an den ein oder anderen Part wieder ransetzen, denn es geht wieder los. Ich bin back und habe, ui, das sieht nach einem sehr, sehr coolen Mario aus, nur dass die Hälfte mit Lava beschmutzt ist. Beschmutzt, aber das soll uns ja auch gar nicht großartig stören, nicht wahr? Wir können auch so hier irgendwie rüberkommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass unterhalb des Zuges alles läuft reibungslos, nicht zu klagen. Das ist irgendwo hier auf der unteren Fläche, jetzt kann er nicht drauf schießen zur Demonstration, aber dass da irgendwo ein Stern auf uns wartet, who knows, man munkelt, Freunde, die Herzen nehmen wir natürlich mit, jedes Herz, was man bekommt, sollte man mitnehmen, auch in Mario Galaxy, nicht wahr? Ja, ich muss erstmal so wieder ein bisschen reinkommen in Video Production. Das ist das erste Video, was ich heute tatsächlich aufnehme, auf süß, weil ich heute einen anderen Termin direkt hatte, wo ich heute direkt wiedergekommen bin. Aber so ist das nun mal. Hallo? Da kommt man doch so, oder? Bro, kannst du mir nicht erzählen. Hallo? Kannst du mir nicht erzählen, dass man nicht so hoch irgendwie hochkommt, oder? Tatsächlich kommt man da wirklich nicht hoch, weil das extrem hoch ist. Ja, geil. Da freut man sich, nicht wahr? Aber wie kommen wir denn ansonsten da hoch? Also da ist ja kein Trampolin oder sonst was. Indem wir die Schraube von oben reinschrauben. Das ergibt natürlich Sinn. Ja, ich bin handwerklich ehrlich gesagt nicht so ganz begabt. Von daher können wir jetzt so ein bisschen was lernen. Ich kann mich noch erinnern, das war mit Rocco, also der Vater vom Viertel-Italiener. Und zwar, der Ehrenmann hat damals beim Umzug einige Sachen von mir hier in der Wohnung aufgehangen. Da ich so, ja, ich würde nicht sagen, nicht unbegabt bin in Handwerklichen. Ich habe einfach keine Übungen und dementsprechend bin ich ein bisschen unsicher, sage ich mal so. Und da sollte ich ihm halt eine bestimmte Art von Schrauben oder Nägeln mitbringen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was es gewesen ist. Auf jeden Fall war ich dann im Baumarkt und habe so die ein oder andere Schraube fotografiert. Naja, und auf jeden Fall ist da so ein Running Meme bei uns im Freundeskreis entstanden. Also, keine Ahnung, müsst ihr jetzt nochmal nachfragen. Und zwar, shit. Oh, Karamba. Junge, das ist ganz schön eng teilweise. Gar nicht mal so cool, wie ich gerade finde. Danke für den Stern. Naja, ich habe auf jeden Fall irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine falsche Art von Schrauben oder Nägeln fotografiert. Und da hat sich Rocco tierisch drüber aufgeregt. Nein, David, das sind bla 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 Schrauben. Aber ich brauche Nägel. Irgendwie so. Und das ist inzwischen so ein Running Gag bei uns im Freundeskreis geworden, dass wir diesen Satz immer und immer wieder zitieren. Ja, was soll ich sagen, Freunde? Ich kenne den Unterschied nicht. Keine Ahnung. Ich habe einfach irgendwas genommen, was gut aussah. Und ja, aber anderes Thema. Freunde, ich hatte sehr geile Tage in Rumänien. Wir haben jetzt, by the way, 81 Sterne. Zwei Drittel des Games, also zumindest von Mario Galaxy, haben wir hiermit durch. Ging ja relativ schnell, würde ich einfach mal so behaupten. Ich komme aus Rumänien und es war ein sehr, sehr krasser Trip mit sehr vielen Eindrücken, wo ich eventuell vorhabe, hier auf dem Zweikanal einen Mario Kart Part drüber zu machen.
weil ich auch sehr viele Erkenntnisse und neue Motivationen mitgenommen habe, über die ich gerne reden würde. Ich habe es Sonntag schon im Just Chatting auf, ja, der Umlautmann getan, also auf Twitch. Boing, boing in der Süßigkeitenstraße. Tschüss. Da habe ich eigentlich auch schon viel erzählt, aber ich will trotzdem nochmal einen separaten Part zu machen, weil ich glaube, ansonsten würden sehr, sehr viele nicht mitbekommen. So, auf geht's in die Süßigkeitenstraße. Und mal gucken, was es so für Candies gibt. Das habe ich als Kind immer sehr geliebt. Generell diesen Vibe vom Kiosk. Kiosk ist ja generell so ein Ding, was irgendwie voll am Aussterben ist, wie ich finde. Also klar, in Großstädten gibt es noch vielleicht solche Art Spätis oder wie die heißen. Junge, diese Orangen. Das ist ja noch relativ weit verbreitet, in Anführungszeichen. Jetzt wieder mein Lieblingsitem, wo ich gelesen habe, dass es gar nicht mal so viele hassen. Aber ich persönlich bin jetzt nicht der größte Fan von dem Item. Na, auf jeden Fall, Kiosk ist so ein Auslaufmodell. Klar, es gibt noch sowas wie Spätis, wo viele irgendwie, weiß nicht, sowas wie Alk kaufen oder sonst was. Aber Kiosk war für mich damals immer so ein sehr magischer Ort als Kind, weil ich immer so wusste, yo, jetzt gibt's hier neue Zeitschriften, die ich sammle. Voll viele Süßigkeiten, wo ich einfach, keine Ahnung, Süßigkeiten in so eine Tüte reinpacke. Und dann pro Stück irgendwie 10 Cent zahle oder so. Und für 1, 2 Euro hat man richtig viel bekommen. Das war für mich damals immer ein sehr magischer Ort, der leider ja inzwischen gefühlt ausgestorben ist, weil das einfach, glaube ich, ein... Ich komme mal nicht hoch, ne? Ein Konzept ist, was halt auf Dauer leider nicht funktioniert. So, wir probieren einfach hier rüber zu kommen. Nein, Junge! Dieser Kacklöffel. Sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade leider. Weil, wie gesagt, ich habe es als Kind immer geliebt, in so einen Kiosk zu gehen, um mich umzugucken, was es so für neuen Kram gibt, neuen Stuff gibt, den ich mit meinem Taschengeld erwerben kann. Wo das Eigentum gewechselt wird mit einem rechtskräftigen Kaufvertrag, der abgeschlossen wird als Kind. Naja, wobei das natürlich auch nochmal ein anderes... Ich erinnere mich so ein bisschen an dieses Level. Wobei rechtskräftiger Kaufvertrag natürlich auch so ein bisschen eine Grauzone ist, aber ich will jetzt nicht zu sehr ins Gesetz gehen. Da kann ich mich noch ganz gut an die Ausbildung erinnern. Das hat man, beziehungsweise habe ich in der Ausbildung gelernt. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein Thema, da möchte ich euch jetzt gar nicht mal so krass mit voll labern. Kann man hier einfach rüber und die Schwerkraft rettet mich? Das sah gerade eigentlich voll gefährlich aus für so einen ganz kurzen Moment. Das verstehe ich natürlich nicht so ganz. Boing. Und hasta la vista, Baby. Also, wir merken uns, es gibt ja noch in dem... War es in diesem Level oder in einem anderen Level? Hallo, dankeschön. Noch ein Gourmet-Luma, den man füttern kann. Den habe ich gerade eiskalt ignoriert, weil ich ein, zwei Sachen erzählt habe. Hallo, liebes Eisfuchtel-Ding, bitte geh einfach mal weg. Weil so ein Königsherz kann man mitnehmen. So ein Maxi-Pilz. Herz, Königsherz ist es ja in Mario Galaxy. Genau, das alles nehme ich schon mal mit, wenn wir jetzt gerade schon mal hier sind, ne? Geil, 175 Sternteile. Junge, Freunde, das ist Reichtum, das ist Alpha. Okay, warte mal, was haben wir hier direkt am Anfang mit der Röhre hier? Die war sehr auffällig. Ist es nur so ein Room, wo man noch mehr Sternteile sammeln kann, oder? Es ist nur ein Room, wo man noch mehr Sternteile sammeln kann, richtig? Oh, why not? Warte, was haben wir hier? Kriegen wir jetzt am Ende einfach einen Stern? Das ist mein... Wow, Jam. Wow, ich bin schwer begeistert. Warum haben wir schon 9 One-Ups? Also One-Ups in diesem Game bekommt man ja echt hinterhergeschmissen. Ja, das finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Ich meine, die One-Ups, diese Diskussion müssen wir nicht mehr beginnen. Hallo, liebes Bowser-Teil, bitte gehen Sie weg. Ich muss aber sagen, dass ich das Besteck ziemlich kreativ finde. Vor allem mit diesen wunderbaren Mustern. Achso, wait a minute. Muss ich die Kerzen ausblasen? David hat Blasen gesagt. Ja, hat Lee. Okay, bitte hören Sie auf, okay? Denn ich möchte einfach hier nach oben. Achso, eine Kerze brennt noch, die muss aus. Geil! We made it! Und Tschüssikowski, liebe Bowser, Androiden oder was ihr auch darstellen sollt.
Okay, mitnehmen, mitnehmen. 200. Yo! Starkes Level zum Sammeln. Und unser guter alter Freund ist wieder back. Wir kriegen schon wieder so einen Maxi-Pilz. Wow! Okay, das war ziemlich fies, Alter. Wie kommt man da hoch? Wie kommt man hier? Das wäre krass gewesen, wenn das... Ach, brrr. Nee, oder? Nee, du musst hier wirklich dieses Ding abholen, nicht wahr? Kamera, bitte dreh dich einmal. Ja, genau. Ich wäre jetzt echt ungern in den Tod gesprungen. Lieber Federanzug, bitte befördere uns zum Maulwurf nach oben. Nach oben. Geil, number one. Kann man wirklich einfach wieder nach oben? Ich verstehe diese Schwierigkeit teilweise bei diesem Boss nicht. Das ist ja wirklich hinterhergeschmissen. So, das nehmen wir auch nochmal mit. Der Gifted Gaul, you don't look in the Feder. In the Sprungfeder, you know what I mean? Yeehaw! Da ist der nächste Stern. War einfacher als gedacht. Und auch wie immer, wenn ich dieses Süßigkeitenglas sehe, das ist so schön. Also, guck mal, ich zum Beispiel esse keine Süßigkeiten, also zumindest nicht alleine. Wenn ich zu Besuch bin irgendwo und jemand was hinstellt, nehme ich mir auch mal ein, zwei Stück von irgendwas. Aber ich bin jetzt zum Beispiel kein Mensch, der jetzt aktiv sagen würde, ey, yo, jetzt chill ich hier zu Hause, also jetzt bin ich hier zu Hause und konsumiere... Bro, das ist so ein Drecksitem. Konsumiere heute Packung Haribo oder Mauer. Aber ich finde Süßigkeiten sehr ästhetisch. Ich weiß, klingt weird. Aber wenn du irgendwo bunte Süßigkeiten rumstehen hast, das sieht halt schon echt fresh aus. Also ich bin auch nochmal ein riesiger Fan von diesen riesigen Süßigkeitenläden in Großstädten, wo es halt irgendwie alle Art von Süßigkeiten gibt. Irgendwelche amerikanischen Süßigkeiten, irgendwelche, keine Ahnung, japanischen Süßigkeiten oder so. Das ist schon sehr ästhetisch. Es geht it! Kennt noch jemand von euch Lil Pump? Das waren echt andere Zeiten. Kann man nicht anders sagen, ja, Schnur. Okay, genau, was ich auch immer cool finde, also was heißt immer cool finde, es gibt ja so einen Trend, ich glaube, der kommt aus Japan, würde ich schätzen, der kommt aus Japan, dieser Trend. Und zwar mit diesen Automaten. Es gibt ja inzwischen voll viele Automaten. Da kommt man doch safe so hoch, oder? Wozu warten wir da auf den Zug? Das geht doch easy so. Es gibt ja solche Automaten in Japan, wo man sich wirklich allen möglichen Stuff rausholen kann. Also irgendwie, weiß ich nicht, Süßigkeiten, Getränke, also ganz fancy Stuff. Und es gibt bei uns in der Stadt tatsächlich jetzt auch so einen Automaten, was mich sehr verwundert hat, weil ich nicht in der größten Stadt lebe. Aber die Preise sind so gottlos. Also da drin gibt es so eine Pringles-Dose. Ich glaube, so eine Sorte gibt es nicht in Deutschland. Da ist noch viel japanischer Stuff drin. So, warte mal. Erstmal will ich wissen, wie viel Gourmet-Luma möchte. Ja, easy. Schnuck Schnecken, lieber Gourmet-Guma. Guma. Luma. Das war's, mein Bauch ist voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung. Tschüss. Da ist das Ding. Okay, das sieht sehr, sehr sportlich aus. Deswegen gehen wir da mal rein, Mario, nicht wahr? Yippie-yay-yay, Schweinebacke. Oh, ich glaube, hier kann man schnell sterben, wenn man auf diese Übergänge geht. Deswegen sollten wir das Risiko nicht komplett eingehen, nicht wahr? So, was wollte ich gerade sagen? Genau, solche Süßigkeitenautomaten, wo sowas richtig viel kostet. Da war so eine Pringles-Dose mit irgendeiner Sorte, die es, wie gesagt, glaube ich, nicht auf dem deutschen Markt gibt. Und dementsprechend ist das der Preis. Aber die kostet irgendwie 8 Euro irgendwas, habe ich gesehen, in diesem Automaten. Ich dachte so, jo, let's go. Also, irgendwie hat das... Scheiße. Also, irgendwie hat das was, wollte ich gerade sagen. Weil das halt Stuff ist, den du normalerweise nicht bekommst. Ich glaube, das ist, wie gesagt, auch der Reiz für viele, dann einfach mal zu sagen, ey, ich probiere das mal, weil das sieht voll cool aus. Aber das ist schon sehr, sehr happig. Was mindestens genauso happig ist, ist dieses Level hier. Denn hier spielt die Kameraperspektive uns wieder so einen Mini-Streich. Vor allem spätestens da unten mit diesen Stacheln-Dingern. Weil, guck mal, normalerweise, das sieht so aus, als ob man genug Fläche hätte. Aber Mario verreckt leider trotz dessen.
Na, was, habt ihr das gesehen? Was war das für ein Kameramove? Weil die Kamera, die hat schon echt krasse Probleme in diesem Game. Ich will das auch gar nicht kritisieren, großartig. Weil ich stelle mir das schon ziemlich schwer vor, sowas in Anführungszeichen zu programmieren. Oder dass es halt damals lief. Ich meine, Mario Galaxy ist ja auch schon ein uraltes Game. Zumindest aus dem Jahr 2008. Also quasi Wii-Generation. Und deswegen, ja, keine Ahnung, vielleicht war es damals einfach gar nicht mal so gut möglich. Who knows? So, Leben mitbekommen, bloß nicht wieder zerquetscht werden. Das wollen wir nicht. Guck mal, hier, ah, hier wird man neu zerquetscht. So viele Flächen kannst du gar nicht geben. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Das war knapp. Boing. 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 Genau. Und jetzt haben wir es geschafft. Okay. Ich hoffe, es hört jetzt alles auf, sich zu bewegen. Boah. Nee. Die Dinger rollen weiter und genau das meine ich. Hätte ich jetzt einen Block berührt, kurz, also hätte ich jetzt einen Block berührt am Ende zum Triggern des Sterns, kurz bevor der Trump Bounce gewesen wäre, puh, das wäre unangenehm. Aber ey, ein Mario Pro lässt sich natürlich nicht aufhalten, wie Türen, wenn es Sonntag ist, weil Sonntag Ruhetag, aber wir haben es geschafft, ja, tschüss, bam. Da ist das Ding. Geil. 83 Sterne. Check. Und damit haben wir das noch ein Level absolviert. Freigeschaltet ja eher nicht. Absolviert. So. Okay. Haben wir hier noch was? Ja. Aber das Ding ist jetzt noch nicht erhältlich. Dieser Dings. Komet, der auf uns wartet. Von daher, weiter geht's. Ich glaube, diesmal Kreaturenfabrik, wollte ich sagen. Wird Bowser selber sich wieder nicht die Finger schmutzig machen? Weil er sich denkt, yo, gar keinen Bock. Und lässt dann wieder andere für sich arbeiten. Otterkönig auf dem Lava-Planeten. Der Otterkönig muss herhalten. Okay, also mir ist es echt egal, wem ich in den Arsch trete. Ich trete jedem in den Arsch, weil das gehört irgendwo, ne, zur Gleichberechtigung. Von den Gegnern von Bowser. Okay. Yeah! Hier sind wir. Welcome to the Galaxy. Galaxy. Also, liebe Kugel-Release. Kannst du einmal rausgeschossen kommen und komm mal hier hinterher. Vermute. Aha, dass wir dorthin nennen müssen. Okay. So, Kugel-Release. Ja, das ist so geil. Ich feiere es einfach, wie Nintendo denkt, yo, man macht nie in diesem Game irgendwelche Weitsprünge. Ja gut, soll mir nicht stören. Umso einfacher wird's, nicht wahr? Beziehungsweise umso kürzer wird auch so ein Level. Oh shit, oh shit, oh shit. Ich erinnere mich an diese blauen Lava-Teile. Die sind hardcore asozial. Oh hey. Bezahlt ein bisschen. Ui. Tennis zu spielen oder Ping-Pong? Hallo? Also in Mario Odyssey, der Boden des Lava, beziehungsweise Mario Odyssey ist es ein bisschen chilliger tatsächlich. Wenn man Lava trifft, weil da kann man ja einmal auf den Boden aufprallen und Cappy werfen, dann beruhigt sich Mario wieder. Hier ist es nicht möglich, sich zu drehen. Okay. Hi. Na, Bowser Jr., du denkst auch, du wärst es, oder? Wenn ich dir noch mehr große Sterne überlasse, wird mein Papa fürchterlich mit mir schimpfen. Da bleibt wohl bloß eins. Meine ultimative Waffe. Auf geht's, Otterkönig. Okay. Bim, 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 bim. Bim, 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 bim. Da ist es. Okay, lieber Otterkönig. So, wir klatschen einmal dieses... Oh, wir müssen sogar ein bisschen länger spielen. Er hat auf jeden Fall sich auf YouTube ein Tennis-Tutorial angeschaut oder Ping-Pong-Tutorial oder was auch immer, was er sich angeschaut hat. Da ist es, da ist es. Und Zaccarino Nummer 2. Geil, das wird nur noch einen Hit geben und dann ist er auch weg vom Fenster wie ein festgenommener Spanner.
Ja, schieß durch diese Dinger, das stört mich nicht. So, bam, eins. Okay, bam, zwei. Und jetzt gibt's den Gnadenstoß. Yay. War einfacher als das Level davor, bin ich ehrlich. Ging schneller voran. Und da ist der nächste große Stern. Boah, ich merke gerade, wie warm es in diesem Büro wird. Heilige Makrele. Also der Sommer wird, glaube ich, ziemlich ekelhaft werden fürs Aufnehmen. Bitte, bim. Große Sterne halten. So. Eigentlich haben wir schon genug Energie gehabt, also keine Ahnung, was jetzt noch passiert mit der hinzugewonnenen Magie. Magie sage ich schon, mit Energie. So, damit schalten wir auch den letzten Raum frei. Und zwar exakt da oben, aber umso spannender wird es tatsächlich, wenn wir uns den anderen Raum nochmal auf der gegenüberliegenden Seite ein bisschen genauer angucken. So, bam, eine neue Galaxie entdeckt, beziehungsweise extrem viele neue Galaxien. Speichern, na klar. Und wenn wir zum End-Bowser-Fight wollen, müssen wir Rosalina anquatschen, so auf süß. Hey, Rosalina, du, ich hab gehört, du kannst mich zu Bowser bringen. Wäre sehr lieb von dir, wenn du uns zu Bowser bringst. Verstehst du, Rosalina? Dankeschön, Rosalina. Ich glaube, grob so funktioniert's, beziehungsweise läuft's ab. Okay, Maschinenraum ist, können wir betreten. Here we go. Gibt's noch irgendeine Abkürzung zum Maschinenraum? Ja, wahrscheinlich ja, kann ich mit diesem Jump ganz simpel da oben hin. Aber wir nutzen die Treppen und den regulären Weg. Hallo. Was geht bei dir so? Willst du reisen? Reiseziel Sandstromgalaxie. Abbrechen? Nee. Dann anderes Mal, mein Freund. Hä, was genau ist ein... Whoopala, da habe ich beinahe ein Kabel unterm Tisch abgerissen. Ich wollte sagen, was genau ist der Sinn von diesem Luma? Wo bringt der Luma uns hin? Hi! Das Kinderzimmer ist hier. Oh, shit, ich glaube, jetzt wird's deep. Das ist das Kinderzimmer. Das ist quasi der Raum, wo wir unsere Reise hier in Mario Galaxy gestartet haben. Wow, gibt's jetzt Deep Talk? Hi! Was geht, Rosalina? Dieser Stern ruft viele Erinnerungen wach. Ich habe mich sehr gefreut, ihn mit dem Luma zu besuchen. Wir kommen nämlich bloß einmal in 100 Jahren hier vorbei. Der Luma, der mit dir reist, wird auch bald wachsen und ein Stern werden. Manche werden Planeten, andere werden Sonnen und manche werden Powersterne. Ich reise mit ihnen, während sie nach einem Ort suchen, an dem sie wiedergeboren werden können. Aber wer konnte schon ahnen, dass so etwas passieren würde? Niemand so richtig. Es scheint, dass Mama dir vertraut. Tja, wie schaut's hiermit aus? Wenn du die 100 lila Münzen hier allein sammelst, werde auch ich dich anerkennen. Das hier ist ein roter Stern. Ihm wohnt unsere Kraft inne. Wenn du in der Luft dein Dreher ausführst, kannst du durch den Himmel fliegen. Drücke B und bestimme die Richtung, in die du fliegen willst. Mit L. Wenn du alle 100 lila Münzen gesammelt hast, erlaube ich dir, den roten Stern auch woanders zu nutzen. Geil! Das ist so ein episches Item. No joke, ich feiere das so böse. Als Kind hatte ich so viel Spaß mit diesem Item. Ach, da habe ich jetzt leider einige lila Münzen so verkackt. Weil ich immer so ein bisschen nach oben ziehen muss, als ob das so ein Flugzeug wäre, nicht wahr? Ay, caramba. Okay, da sind noch ein paar Dinge. Auf jeden Fall habe ich damals nur die Sternwarte damit immer sehr krass erkundet. Und das sind vor allem nur 30 Stück gewesen. 30 lila Münzen, die man in dieser Runde hier gemacht hat. Das ist schon crazy. Wie Jay-Z. So, Zaccarino. Ich möchte gerne alle einsammeln, die erstmal hier oben rumschwirren. Und so früher oder später verlässt das Item uns. Das sieht man. Beziehungsweise es hat gerade schon gewackelt. Aber ich glaube, ab jetzt ist es eh Boogie. Genau. Aber jetzt können wir die lila Münzen, glaube ich, auch so sammeln. Das sollte, glaube ich, kein Problem mehr sein. Hallo, lieber Goomba. Ciao, lieber Goomba. Ich habe keine Zeit für solche Kinderspielchen. Auch wenn wir uns gerade im Kinderzimmer befinden, muss ich mich um Business kümmern. Kappa. Ah, das ist so krass. Ich wusste gar nicht mehr, dass das hier wirklich das Kinderzimmer ist. Die Area, die wir direkt zu Anfang des Games betreten haben, das ist sehr, sehr schön. Das ist ein sehr cooles, schönes Detail. Das kann man nicht anders sagen. Und meine Nase ist ein bisschen am Jucken,
Heuschnupfen lässt grüßen. Okay, wir haben gleich 60 Stück. Zaccarino 59. Bab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 . Okay, nicht mehr lange, denn die goldene Zahl. Wir lachen einmal alle gemeinsam. Aber wichtig ist es, dass wir alle gemeinsam lachen. Bam, 78, 79, Sternteile. Sternteile for free. Der Sommerschlussverkauf, Sommerausverkauf, was auch immer. Okay, so, wir haben jetzt 81. Ich glaube, wir haben gleich schon alle, oder? Boah, ich weiß noch, als Kind habe ich extrem lange hierfür gebraucht, um erstmal auch alles zu finden, was irgendwie hier gewesen ist. So, 87. Okay, hier vorne waren noch ein paar. Zumindest drei. Geil, warte mal, das kriegt man noch so hin. Ja, ich wusste, dass man das auch so hinbekommt. Okay, wir haben 90. Dann hoffe ich mal, dass die letzten 10 Stück... Wuhu! Dass die letzten 10 Stück hier auf der Treppe warten. Okay, das könnte... Ja, das könnte hinhauen, oder? Ja, ich glaube, das ist es, das ist es. Wir haben alle lila Münzen gefunden. 3 Stück noch und hier sind exakt 3, nicht wahr? Yes! Da ist die letzte Münze! Und wir haben einen roten Stern! Da hat der rote Stern sich einfach umgekehrt und hat mit seinem Stern ein neues Item gespawnt. Mario war nicht dumm, denn er fand 100 lila Münzen. Und du lässt jetzt einen Daumen nach oben da. Dankeschön! Badabim. Da haben wir einen roten Stern gefunden. Was auch immer der rote Stern bedeuten mag, ich weiß es nicht. Badabababam. 85. Da ist es. Und Galaxie komplett tatsächlich. Und ein Gourmet-Luma ist aufgekreuzt. Der wartet sogar direkt dort oben auf uns. Das ist ja verrückt. Mal gucken, wie viele Speed-Sternteile der wohl brauchen wird. Freunde der Sonne, das war's nochmal wieder. So schnell kann ein Part Mario Galaxy zu Ende gehen. Und ich hoffe, dass der Part euch gefallen hat. Wenn dies der Fall ist, würde es mich mega freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben geben würdest. Abonniert den Umlautmann. Und danke an die Elite-Umlaut-General-Member für euren Support. An Basti, The Dark Empire, Cybix Games, Maria, Klein Dampier, Svensemann und Florian. Und natürlich auch an alle anderen, die auf diesem Channel aktiv sind. Dankeschön, dass ich diesen Channel hier betreiben darf und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Real.